Hallo und herzlich willkommen bei Rise of Knights Records. Es ist jetzt schon ein paar Wochen oder sogar Monate her und deswegen dachte ich, wird es mal wieder Zeit für den nächsten Overdub Nummer 3. Ja, wir haben einen neuen Mitstreiter, den Jonas, und es wird auf jeden Fall episch. Als erstes möchte ich noch Grüße rausschicken an Alex und Koi von BiblePower.de. Vielen Dank für die tolle Tasse und für das tolle T-Shirt. Das Tolle muss ich ja sagen, das ist eine Rechts- und Linkshänder-Tasse. Und ich als Linkshänder habe oft das Problem, dass ich selber gar nicht den Text lesen kann. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch das auch so geht. Gut, dann starten wir. Es steht Weihnachten vor der Tür und ich dachte, wir machen ein Weihnachtslied. Okay, ich starte mit den Action Strikes. Wir haben jetzt hier große Trommeln und damit fange ich mal an und mache mir so ein bisschen ein Fundament. Klingt schon gut, ist gut. Ich nuschel wieder, oder? Dann machen wir dazu noch eine Snare Drum. Klingt schon ein bisschen wie der Little Drummer Boy. Bisschen Triolen mit drin, um den Chrissy zu ärgern. An Weihnachten dürfen natürlich Glocken nicht fehlen, oder? Ich bin ja ein großer Fan von diesen Röhrenglocken aus dem Orchester. Darum habe ich mir diese Glocken einfach ganz tief gestimmt, 2 Oktaven runter. Und dann haben wir hier noch eine zweite Snare, die ein bisschen so einen Wirbel macht. Als Übergang in den nächsten Teil. Und was darf natürlich nicht fehlen? Diese Schlitten, Glöckchen, wie auch immer. Das muss natürlich rein. Und einfach, weil es bisher, glaube ich, in jedem Lied drin war, machen wir noch eine Triangel rein. Okay, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Teile gemacht. Die heißen alle Intro. Auch um Chrissy zu ärgern. Nee, ich war einfach zu faul, die umzubenennen. So, hören wir da mal rein, wie das jetzt so insgesamt klingt. Macht schon ganz gut Krach. Und dann kommt der Schlusspart. Und dafür muss ich ans Schlagzeug. Ich glaube, einen gewissen Weihnachtscharakter haben wir. Müssen wir mal schauen, was da noch fehlt. Oh, je nachdem wie fest man drückt, umso höher spielt er. Das ist interessant. Tambourin würde noch passen, oder? Da ist schon Jingle Bells drin. Ist zu viel mit den Schlitten-Glöckchen-Dingern da. Ah, Chimes, das passt doch. Ach, das waren die Holzdinger. Okay. Ach, das war die Angel. Der Kürbis. Können wir so einen Kindergeburtstag vertonen? Kopfschlag. Feueralarm. Achso, da ist nichts mehr. Cool, konzentrieren. Was für Weihnachten natürlich auch genial ist, ist so ein Glockenspiel. Vielleicht kommt das Ganze ja wieder zu mir zurück und dann mache ich noch ein Glockenspiel dazu. Klingt wie so eine Säge, die man so schwingt. Nein, nein, nein. Sprechen, das ist ja gar nicht meins. Mach ja lieber Krach. Ich glaube, das passt. Und jetzt kriegt das ganze Ding der Chrissy. Und ich bin gespannt, wie er das jetzt episch macht. Hier sind wir jetzt beim zweiten Teil, zweite Session von der Overdub Challenge Nummer 3. Lasst uns mal reinhören. Ich komme nicht umhin, irgendwie an den Undertaker zu denken. Für die Jüngeren unter uns, das war ein Wrestler. Äußerst brachial. Auch sehr cool, die Jingle Bells. Yeah. Das muss ich direkt lauter machen. Yeah. Das hört sich schon direkt nach Epic an. Uwe, ich würde sagen, sehr, sehr nice. Das Thema soll sein ein episches Weihnachtslied. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Ich glaube, es liegt einfach an der Triangel. Was haben wir eigentlich für einen Takt? Meine Idee wäre das hier. Jetzt muss ich mir selbst was einfallen lassen. Da hast du irgendwie eine Glocke in A, da kann ich nicht irgendwas nehmen. Oh, und vor allem ist sie voll verstimmt. Da schwingt halt einfach ultra viel Zeug mit. Chrissy, Metronom! Jawohl. Nein, warum ist das Becken nicht länger? Es klingt nicht aus, Uwe. Das ist schon so 12/8 viele. It's not a bug, it's a feature.
Ah, das stört mich ungemein, diese blöde Stelle. Uwe, das darfst du dann nachher alles wieder reparieren, was ich dir hier kaputt mache. Das finde ich gut. Achtung, es geht los. Ach, episch. Ein Takt zu viel. Ah, mein vergangenes Ich hat irgendwas komisch gemacht. Grüße gehen raus an mich selbst. Perfekt. So, gespeichert. Jetzt können wir weitermachen. Uwe, was hast du für mich? Das macht es halt echt kompliziert. Also hier dann nochmal so ein Doppelwumms. Also schreiben wir uns den Kladderadatsch mal auf Dingskirchens wieder zurück in D-Moll. Gut. Alles klar. So, Akkordfolge haben wir jetzt gecheckt gehabt. Jetzt müssen wir nur noch was Cooles daraus machen. Ich habe mir ja vorgenommen, extra für den Jonas 3 Klavierparts zu machen. Also erstmal ein Melodievorschlag, zweitens ein Harmonievorschlag und drittens das Klavier, so wie es sein soll. Das würde ich mal als nichts durchgehen lassen und verkackt. Okay, und once again. So, jetzt bin ich zu faul, irgendwas noch einzuspielen. Ja, funktioniert doch. Bringen wir dann einfach diese zwei Melodien nochmal zusammen, die ich da vorher irgendwie reingeswupscht habe. Und Aufnahme! Und das B war zu lang. Ah, come on. Weil da nochmal ein Tusch kommt vom Schlagerlagzeug. That sounds like epic to me. Und? Wie ist das? Cool. Ja, klingt nach einer runden Sache. Dann übergebe ich jetzt weiter an Jonas. So, hi, ich bin der Jonas. Ich habe heute die Ehre, bei der Overdub Challenge Nummer 3 mitzumachen. Die anderen beiden habe ich auch schon geschaut. Sehr unterhaltsam. Solltet ihr auch machen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Vom Christian habe ich schon so ein bisschen gehört, ich darf mal meine epische Seite rauslassen. Das ist nämlich so ein bisschen meine Richtung. Da bin ich mal gespannt, was ihr mir hier gebracht habt. Warte mal, da ist doch hier irgendwo schon was schief. Eine Glocke! Wir haben eine Glocke. Aha, aha, aha. Ist schon schwierig, ne? Also ich glaube, die Klavierspur, die klingt ja jetzt hier am Anfang erstmal ganz nice. Aber so ohne Klavier passt halt die Glocke rein, ne? Ich höre es mir erstmal an. D-Aeolisch. Das hat auch irgendwas mit Kirchentonarten, glaube ich, zu tun, ne? Da bin ich ja auch völlig raus. Das ist nice. Ich glaube, da wird viel passieren hier an der Stelle. Sehr cool. Also der Uwe hat sich hier schon ausgetobt, habe ich schon gemerkt. Okay, man merkt so ein bisschen die Metal-Richtung raus. Also wenn ich jetzt so ein Bild dazu hätte, zu dem Lied, würde ich mir jetzt so einen Weihnachtsmann vorstellen, der irgendwie gerade krepiert. Also irgendwie habe ich gerade voll Mitleid. Das ist immer so der erste Schritt, wenn ich was Neues anfange, ein neues Projekt habe, dann erstmal essen. Essen hilft gegen alles. So, ich dachte mir, wir können auch nochmal bei meinem Part mal so ein bisschen reinschauen, was ich denn so verzapft habe. Ich habe 2 Tage lang durchgeschrieben oder so. Es sind einige Spuren hinzugekommen. Natürlich viel epische Sachen reingeballert. Also guckt euch das an. So eine schöne Akkordspur. Also ja, super, super Vorbereitung. Ich weiß zwar nicht, was das hier bedeutet. Es ist eine Sprache, die ich nicht spreche. Guckt auch euch das an. Das ist auch wirklich gut gemacht. Ja, also Part 1 Intro, 2 Intro, 3 Intro, 3. Also, wir sind überall beim Intro. Nein, also wirklich super Vorbereitung. Der Christian war auch noch so lieb und hat mir die Melodiespur da gelassen und auch die ganze Percussive Section ist auch echt Bombe geworden. Sind ein paar mehr Spuren geworden, als ich dachte, aber wir sind noch bei 53 Spuren, das geht ja noch. Also typisch Orchester halt, ne, erste, zweite Geige und ein Solo-Cello. Ja, also war jeden Penny wert, ja, also der ist auch echt ein klasse Typ und so weiter. Nein, Spaß. Also es war einfach nur irgendein Plugin. Hier kamen dann ein paar Ensembles dazu. Wird das so ausgesprochen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also die haben dann halt so meistens irgendeine Füllaufgabe. Ich weiß nicht so wirklich, was ich gemacht habe, aber es passt irgendwie. Glocke, ganz großes Thema. Ja, ja, aber nein. Ich dachte mir, ich drücke dann halt doch mal auf diesen Knopf und habe dann doch noch zum Ende eine schöne Glocke gefunden, habe dann auch so eine kleine Melodie draus gebastelt. Und dieser Part, wenn ihr euch das ganze Lied mal anhört, so vor allem den Anfang, der erinnert mich so stark an irgendeinen Track von Hans Zimmer. Ich weiß bloß nicht welcher. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr den kennt. Genau, und dann kommt dann hier so ein kleiner fetter Bass dazu.
viel Staccato, Crescendo, ja, so ein bisschen Spannung aufbauen. Dann kommt das Monster. Das musste dann schon ein bisschen sitzen. Ich liebe ja diese Sektion hier unten und diese hier. Die bauen das Ganze so ein bisschen aus. Fängst du mit einer Melodie an und dann layerst du einfach, bis es einfach Bombe ist. Ja, ob es nun schlecht klingt oder nicht, also das Hauptsache ist irgendwie gelayert. Hier kommt nochmal so ein kleiner Gong, damit die Leute auch wissen, ich mein's ernst. Und auf diese Melodie bin ich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Es erinnert mich aber auch an irgendwas. Ich hatte mal noch jemanden gefragt und der sagte irgendwas mit an so einem Zirkus, so an Clown irgendwie, ja, so. Dann war ich so zum Ende hingekommen und ich habe mir eigentlich nichts weiter dabei gedacht. Hörst du dir mal die Spur an vom Christian? Also das war mir einfach zu fröhlich. Der Part ist mir echt schwer gefallen, ja. Hallo? Meistens male ich mir ja immer so Bilder vor. Und ich habe mir so vorgestellt, okay, ja, der Weihnachtsmann, dem geht's irgendwie doch gut. Weihnachten ist gerettet, so. Hier hinten habe ich natürlich noch eine schöne Harfe. Das ist, keine Ahnung, für die Rentiere. Ein was muss ich noch loben, ja. Also Christians Lauf, der ist ja wirklich... Also genial. Genau, also so viel habe ich hier nicht gemacht. Einfach nur dazu geedit. Hier habe ich, denke ich, am meisten Freiraum gelassen, vielleicht für einen Text oder so. Ja, und das war es eigentlich soweit. Allzu viel Spannendes ist nicht passiert. Ich liebe diesen Bass. Ja, das ist der ist wirklich mein Schatz. Jetzt hat der Uwe natürlich die Mammutaufgabe, mein Chaos wieder aufzuräumen, was ich da verzapft habe. Aber ansonsten, ich bin sehr gespannt auf das Endergebnis. Soweit ich weiß, kommt da jetzt noch Text drüber. Und genau, stay tuned. Es wird sehr spannend. Einfach anhören und genießen. So, ihr Lieben, willkommen zum Gesangspart der Overdub Challenge Nummer 3. Zusammen mit dem Rüdiger wird sich da ein Duett ergeben. So, ihr Lieben, ich bin Rüdiger. Ich bin gespannt auf den ersten Höreindruck und den wollen wir uns jetzt auch mal gemeinsam anhören. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Kommen da die Weißen aus dem Morgenland angezogen? Aber der Bass, der ist schon... Das erinnert so ein bisschen an Mission Impossible. Ja, krass, ey. Boah, dieser Akkord so total unerwartet plötzlich von diesem Moll, Moll, Moll hin zu diesem Dur, eine wunderschöne Wendung da. Richtig grandios gemacht, also ich bin wirklich begeistert. Das ist die Stelle für den Chor. Grand Finale. Wow, Wahnsinn, echt. Das ist euch richtig gut gelungen. Am Schluss sehe ich so richtig, wie der Uwe da am Rumzappeln ist mit dem Schlagzeug. Das Klavier ist sehr schön eingespielt. Also auch das ganze Orchester, unwahrscheinlich groß. Wirklich ein grandioses Stück, was ihr da gemacht habt. Ein kleines Kind liegt in der Krippe. Wir wissen, das Kind, Jesus, ist das Licht der Welt. Gottes Licht kommt in die Finsternis rein. Maria bekam vom Engel wohl gesagt, ja, dein Sohn, das ist der Sohn des Höchsten, das ist Gottes Sohn. Und dann heißt es plötzlich, ein Schwert wird ihr durchs Herz gehen. Ob sie da schon verstanden hat, ihr Kind wird sterben und sie wird es miterleben? Ach, diese ganze Ablehnung, das ist eine ganz schön schwere Kiste. Deshalb ist es wichtig, dass wir zu Jesus kommen, mit all unseren Sorgen, mit all unseren Nöten. Ja, also ich bin... wirklich hellauf begeistert. Ich bin gespannt, was ich rauskriege aus dem Ganzen. Der Rüdiger hat schon vorgelegt und hat mir seine Parts geschickt. Du bist Alpha und Omega. Du baust dein ewiges Reich. Scheiße, ist das hoch. Na, das darf dann die Anna singen. Ich glaube, die kriegt das da oben hin. Du bist Alpha und Omega. Das ist wirklich weit oben. Oh, da muss ich eingesungen sein. Das habe ich lange nicht gemacht. Du baust dein ewiges Reich. Die Tonlage oder die obere? Rüdiger, soll ich beides machen? Und dann kommt der Hymnus. Jerusalem, schau auf. Wieder Anna. Herr der Herrlichkeit mit euch. Ja, das wird bestimmt witzig.